Hallo liebe Radio-Freaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gehen heute in die Werkstatt. Ja, es gibt heute, ups, vorsichtig, es gibt heute ein episches Schrauber-Video zu meinem Toro E-Flex. Und zwar, der macht immer noch Geräusche, die Groomer-Einheit, die ist immer noch echt tierisch laut und ich werde heute in diesem Video diese Groomer-Einheit mal überprüfen auf Lagerschäden. Wahrscheinlich werde ich sie komplett zerlegen. Ja, also was erwartet euch? Also wirklich ganz viel Schrauberei, viel Technik. Und wenn ihr da Spaß dran habt, dann bleibt dran. Schaut dieses Video. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und es geht los. Ja, ich habe den Toro E-Flex repariert. Da habe ich erstmal die Spindellagerung repariert. Habe ich schon mal in einem Video kurz gesagt. Mega. Mega. Es kommt leider auf dem Video nicht so richtig rüber. Der läuft so dermaßen ruhig. Das ist mega. Mega. Wenn ich jetzt aber den Groomer dazu schalte, dann wird's übel. Hört ihr das? Grausam! Und das will ich machen. Ich will auf jeden Fall diese Groomer-Einheit jetzt auseinandernehmen. Dazu werde ich erst hier dieses Groomer-Messer lösen. Das sind so vier Schrauben, die man hier lösen muss. Muss ein bisschen aufpassen. Also zwei Halbschalen. Das kann man, das extra so gemacht, um diese Einheit auch zu wechseln, um zum Beispiel auf eine Bürste zu wechseln. Eigentlich ganz cool. So, und jetzt komme ich hier schon wunderbar ran, kann hier schon die eine Lagerung rausnehmen und kann hier dann die Einheit abschrauben. Cool, jetzt muss ich auf dieser Seite diese Schraube lösen. Dazu stecke ich hier einfach einen Bolzen rein. Genau, lass ihn irgendwo anliegen. Und schraube diese Schraube ab. Ja. So ist lose. Zack, diese beiden komischen, diese komischen Scheiben, Schutzscheiben, die Toro überall verwendet. Ah, da halte ich ja gar nichts von. So, und da ist jetzt das Lager drin. Jetzt kann ich mal fühlen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Nee, ganz ehrlich. Das Lager ist einwandfrei. Einwandfrei. Gar nicht lange fackeln, als wir zusammen machen. Okay, das ist einwandfrei, das Lager. Also ich baue es wieder zusammen. Da machen wir gar nichts. Das Lager ist in Ordnung. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Dann schrauben wir das gleich wieder fest. So. Gut. Jetzt müssen wir hier diese Einheit abschrauben. Und das ist immer schon ein Drama, weil wir müssen hier diesen Deckel erstmal abziehen. Das ist kein Drama. Und dann ist hier eine Schraube. Und die muss ich jetzt lösen. Und das ist ziemlich dramatisch. Da muss ich jetzt hier wieder ein Holz zwischensetzen. Die muss ich jetzt abschrauben. Ich muss so abschrauben. Das heißt, ein halb.
So. Und jetzt ist die Frage, wie ich das mache. Ich setze doch lieber die Spindel einmal auf den Boden. So. Jetzt hoffen wir, sie ist löst. Ah, oh, löst sich. Habt ihr das gesehen? Cool. Und jetzt kommt sie raus. Sehr schön. Der muss jetzt mal hier ein bisschen mitgenommen werden. Einmal mit rausgezogen werden. So, jetzt habe ich die Einheit ausgebaut. Na gut. Ja, wunderbar. Das hört sich schon nicht so gut an. Okay, bauen wir auseinander. Jetzt machen wir ein bisschen, wir müssen den nochmal lösen hier. So, zack. Da ist jetzt Öl drin. Das muss ich natürlich erstmal rauslassen. Oh. Genau. Boah. Jetzt ist das mal alles fest. Kann es echt nicht glauben. Läuft natürlich nichts. Ja, weil ein Unterdruck drin ist. Oh. Da sind so kleine O-Ringe drin. So, lass nochmal ablaufen. Das meiste Öl sollte raus. Jetzt mache ich hier diese Schrauben wieder rein, damit da nicht jetzt überall was rausläuft. Jetzt muss ich hier diese vier Imbusschrauben lösen. Und dann sollte ich das Getriebe schon auseinandernehmen können. Dazu lege ich jetzt dieses Getriebe hier in meinen Schraubstock. Und jetzt versuchen wir mal, die Schrauben zu lösen. Doch, der. Oh, das ist ganz einfach. Oh, die haben ja kaum Vorspannung gehabt. Oh, das ist ja einfach. Oh, die sind ja alle überhaupt nicht richtig fest. Das ist interessant. Puh. Da ist ja kaum Vorspannung drauf. Aha. Doch, die sind total locker. Bin ich mal gespannt. So, das sollte schon alles gewesen sein. Pop. Oh, da kommt das Öl. Ah! Schnell, schnell auf die Wanne. Schön hier rüberlegen. Das Öl auffangen, falls auch noch mehr rausläuft. So. Da, 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 da. Hier ist schon ein Ring. Der war da drauf. Und sieht das Ganze von innen aus. Da ist hier diese Mechanik. Das ist tatsächlich nur ein Wellendichtring. Da, das ist ein Wellendichtring, der da eingearbeitet ist. Okay. Hier, der schaltet. Der schaltet das Getriebe. Ich muss das mal andersrum. Ich lege es mal andersrum hin. Das ist tatsächlich ein Planetengetriebe, was hier drin ist. Das ist Wahnsinn.
Da sieht man das Planetengetriebe. Da sind so drei Planetenrädchen. Und noch ganz viel Öl drin. Da ist auch eine Lagerung drin. Hier ist diese Unterlegscheibe, die ich nicht verlieren darf. Da ist er wieder. So, jetzt so ist es zusammengebaut. Hier sind die drei Positionen. Hier ist so eine Markierung. Da ist die Markierung. Hier ist die Markierung. Also da steht das auf N. Dann könnt ihr auf F schalten und auf R. Und wenn ihr da draußen dreht, bewegt sich da drinnen dieser Pin. Der geht hoch, runter, hoch, Mitte, runter. Und dieser Pin, der greift genau in diese Nut hier rein. Kann man ja mal machen. Ja, der sitzt hier so drin. Und dieser Pin, der schiebt jetzt dieses Zahnrad nach hinten und nach vorne. Und da sitzt hier drauf und wird also von der unteren Position in die mittlere Position geschoben. Dann ist es neutral und in die obere Position geschoben. Und so drehe ich durch diese aufwendige Mechanik, drehe ich die Drehrichtung des Groomers um. Und dazu wird hier tatsächlich aufwendig ein Planetengetriebe eingebaut. Hier sieht man das. Also unterstützen hier. Mal vorsichtig sein. Sind hier so drei. Und diese drei Planeten, die sitzen hier so drin. Genau hier so zwischen. Und laufen hier so rum. Und diese drei Planeten, die sitzen genau hier so zwischen und laufen hier so mit. Und die verbinden halt diese beiden Zahnräder, die eben frei gegeneinander drehen können. Und so wird bei so einem Getriebe, das ist notwendig, sagen wir es mal so rum, das ist notwendig, um bei so einem Getriebe die Drehrichtung umzudrehen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist der Wahnsinn. Gut, aber das wollen wir uns ja gar nicht angucken. Wir nehmen das jetzt mal ganz vorsichtig raus hier. Legen das zur Seite. Nehmen diese drei Zahnräder, die sind jetzt nur Kunststoff gelagert. Das ist jetzt. Da ist interessanterweise noch so ein kleiner Span dran. Vom Einpressen der Hülsen. Das finde ich natürlich nicht so witzig. Gut, das können wir ja nochmal sauber machen. Vorsichtig. Okay. Ja, kostet 1500 Euro diese Groomer-Einheit. Ein ganz bisschen kann man jetzt auch nachvollziehen, warum das so ist. So, und jetzt müssen wir uns hier diese Lagerung angucken und diese Lagerung angucken. Jetzt hoffen wir mal, dass das alles noch in Ordnung ist. Das war richtig scheiße, nicht rausfallen lassen. Das mag so ein Getriebe gar nicht. Mist. Die fühlt sich aber auch völlig einwandfrei an. Die sind echt schwer abgedichtet. Also muss man wirklich sagen, da ist echt eine ordentliche Dichtung drin, um zu verhindern, dass das. Es ist echt schwergängig. Mann, oh Mann. Das fällt mir sowieso mal auf, dass Toro sehr, sehr schwergängige Lager konstruiert. Ich kann den ja mal rausnehmen. Den hier. Den muss man rausnehmen, vorsichtig. Siegerring. Was das jetzt allerdings bringen soll, weiß ich jetzt auch nicht.
Warum saß da jetzt ein Sicherungsring drauf? Das läuft doch nicht. Vielleicht auch. Ganz leicht mit dem Gummihammer. Ganz leicht mal. Oh ja, doch. Das rutscht raus. Na gut, ganz vorsichtig. Das ist aber gut. Oh. SKF. Wow, SKF. Sehr schön. Mal ganz vorsichtig sauber machen hier. Ja, das sieht alles gut aus. Da setze ich aber jetzt ein bisschen Wälzlagerfett rein. Da ist nichts kaputt. Okay. Das sieht alles super aus. Alles bestens. Schön gemacht. Also das ist wirklich mal sehr, sehr, sehr schöner Maschinenbau. So ist's. Das ist Maschinenbau, wie wir ihn lieben. Absolut. Wunderbar. Wunderschön. Okay. Setzen wir es wieder zusammen. Da ist aber auch nichts. Also das ist alles sauber. Da ist nichts kaputt. Gar nichts. Das ist alles super. Es sind halt viele mechanische. Es ist Gradverzahn. Gradverzahn macht natürlich immer Geräusche. Schrägverzahn ist da leiser. Gut. Okay. Gut. Jetzt machen wir noch ein bisschen Fett rein. Hier ist ein sehr hochwertiges Wälzlagerfett. Ein bisschen viel. Und das schmiere ich jetzt einmal hier nochmal in die Dichtung rein. Und setze dann hier ganz vorsichtig die ganz vorsichtig wieder rein. Sehr schön. Mach den Sicherungsring wieder drauf. Okay, das ging jetzt nicht so gut. Kann sein, dass sie noch ein ganz bisschen raus muss. Aha. Das Licht ist nicht optimal, ich weiß. Na, jetzt sitzt er. Jetzt sitzt er. Immer kontrollieren, ob er noch dreht. Und wenn er dreht in der Nut, dann sitzt er richtig drin.
Ja, nicht schlecht. Vielleicht durch das Fett jetzt ein bisschen leichtgängiger. Vielleicht. So, okay. Gut. Bauen wir es wieder zusammen. Hier wähle ich nochmal diesen Kunststoff, der da ein bisschen rausgetreten ist. Nochmal abmachen. Vom Einpressen der Buchse sind da so ein paar Kunststoffspäne. Die schneide ich jetzt noch weg. So. Hier sieht man das nochmal ganz deutlich. Hier, da. Da sieht man das ganz deutlich hier. Und die schneide ich einfach weg. So, damit die jetzt nicht irgendwo ins Getriebe reinkommen. Gut. Dann machen wir nochmal hier. Das läuft auch einwandfrei. Das läuft auch einwandfrei. Das ist alles einwandfrei. Fummeln wir das wieder rein. Zack. Wunderbar. Da sehe ich noch einen Span. Was ist das da? Nee, das ist nur ein bisschen Fett. So, das Ding habe ich blöderweise runtergeschmissen. Ja, das ist immer furchtbar. Aber da ist jetzt nichts passiert. Schön sauber machen. So. Alles gut. So, das kommt da wieder rauf. Gut, okay. Hier mache ich jetzt auch noch ein ganz bisschen Fett drauf, damit dieses hier dieser Wellendichtring, damit der wieder vernünftig abdichtet. Der gefällt mir jetzt nicht so gut, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Jetzt ist die große Frage, wie man das macht. Ich glaube, man muss den erst hier reinlegen. Und dann tja. So reinhaken, hier durchdrücken, sauber zentrieren. Okay. Au, da fehlt noch diese Unterlegscheibe. Wo ist die Unterlegscheibe? Diese kleine Unterlegscheibe. Andreas! Ihr habt aufgepasst. Tja. Wo ist die Unterlegscheibe? Die kleine Unterlegscheibe. Eine kleine Distanzscheibe. Die kleine Unterlegscheibe. Ich würde sagen, die habe ich jetzt hier mit einem der Tücher, habe ich die jetzt entsorgt. Ah, Pause.
Da liegt sie. Nein! Ich habe sie panisch gesucht und sie liegt daneben. Oh, Hilfe. So, also nochmal. Den hier reinhaken. Dann schön reinstecken. So, wumm. Jetzt. Also ist ja eigentlich easy, ne? Ist das nicht herrlich? Ist das nicht ein einziger Spaß, sowas zu machen? Warum das Ding so schön lose ist, das würde ich auch mal wissen. Das ist eine Katastrophe hier. Klebt überhaupt nicht mehr. Schönes Schild. Da muss ich nochmal neu ankleben. Furchtbar. Na gut, das können wir gleich machen. So. Wir checken gleich nochmal, wir schrauben es mal ganz leicht zusammen. Und checken dann natürlich über Kreuz. Sieht doch alles fantastisch aus. Und checken dann die Funktion. Das ist natürlich ganz wichtig. Nichts vergessen. Ja, also da ist jetzt kein Lagerschaden. Dann ist das Getriebe einfach so laut. Dann ist das so. Okay. Gut, das sieht doch alles gut aus. So. Steht auf neutral. So, jetzt Schalt. Läuft er gegenläufig. Und andere Seite läuft er gleichläufig. Eigentlich alles gut. Okay. Vertrauen wir mal drauf, dass es wirklich gut ist. So, jetzt muss ich nochmal hier dieses blöde diesen Kleber hier mal kurz hoch unterlösen. Wie sieht denn das aus? Gut. Okay. Gut. Anziehen, nicht vergessen. Keine Ahnung, mit welchem Drehmoment. Die waren jetzt nicht besonders fest. Kann ich ja mal unterwegs suchen. Unterwegs kontrollieren. Zu gut. Ah, Kratz. Okay. Nicht zu viel. Ein bisschen fester als vorher, ja. Ist gut. Okay. 80 W. Leg wie Molly. Okay. So, ich hatte schon mal das Öl gewechselt. Milliliter jetzt nicht die Welt.
Das passt doch ziemlich gut. Ganz klein noch. Ja. Ups. Das passt sehr gut. So. Und das Zeug da rein. Gut, fertig. 50 Milliliter. Super. Supi, supi, supi. Vielleicht war auch ein bisschen zu viel Öl drin. Das kann auch sein. Ich habe das nicht alles sauber rausgekriegt beim letzten Mal. So. So, ist gut. Nicht so fest. Wunderbar. Hier muss jetzt tatsächlich das Holz zwischen Untermesser und Spindel. Jetzt muss ich diese Schraube hier mit 135 bis 150 Newtonmeter anziehen. Sieht ihr das richtig? Da, 135 bis 150 Newtonmeter. Toro schreibt extra hier einen verstärkten Schlüssel zu verwenden, den ich natürlich auch nicht habe. Also ich komme jetzt hier mit der Nuss, die ich habe, und meinem Drehmomentschlüssel, sagen wir mal, gerade mal so auf 100 Newtonmeter, 135 Newtonmeter, das ist völlig irre. Wir versuchen jetzt mal mit 100 Newtonmeter hier anzuziehen. Mal gucken, dass das jetzt hier da richtig reinläuft. Nee, der dreht ab. Das merke ich schon. Ja, der ist abgedreht hier. Hier, abgedreht. Ist rund. Ja, das ist ja völliger Wahnsinn. Geht gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ne, mache ich nicht. Gut. Gesichert. Tja. Das soll es gewesen sein. Wieder rein. Er hat es ja früh. Ja. Guck mal rein. Das ist besser. Aha. Das ist nicht schlecht. Das war vorwärts. Es kommt rückwärts. Okay, dann lassen wir es jetzt so. Das hört sich nicht stecker aus. Das hört sich nicht schlecht an. Das ist ja interessant. So, Muttern drauf. Gut, dann muss ich akzeptieren, dass der Grumer halt immer ein bisschen lauter läuft. Ja, lieber Randfix, das soll es mit dem Video gewesen sein für heute. Ein wahrscheinlich irre langes Video wieder. Ich hoffe, ihr fandet es spannend, so ein bisschen Technik euch mal hier anzuschauen. So Profi-Technik hier jetzt von Toro in diesem speziellen Fall. Ich zeige sowas sehr gerne, mir macht das sehr viel Spaß, sowas auch mal auseinanderzuschrauben und sich anzuschauen. Ich hoffe, ihr fand es genauso cool. Auf jeden Fall gebt mir einen Daumen, wenn ihr es cool fandet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und mähen kommt bestimmt auch noch mal. Tschüss.